Moin, heute laufen wir mal ins Ostland und ja, werden später auch in den Kaffee wahrscheinlich einkehren. Aber jetzt gehen wir erstmal über den Deich. Genießt das schöne Wetter. Jetzt es ist warm, wir haben 14 Grad, aber es ist windig. Hier ist der Deich, worüber wir jetzt laufen werden. Hier kann man auch gut mit dem Fahrrad langfahren, wie die das da oben machen. Kompostierungsanlage vom Borkum. So friedlich hier. Ich mag das voll. Manchmal ist das vielleicht zu einsam. Ich finde es richtig cool. Hier startet gerade ein Flugzeug am Flughafen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Ist meine Kamera zu klein? Doch, da ist es. Es ist gerade gestartet. Da vorne ist nämlich der Flugplatz. So, Hänsebub, auf, geh mal weiter. Du wirst doch nicht schwächeln. So, komm, jetzt sind wir doch schon mal da. Sind drin da. So, wir sind zum Ostland angekommen, am Restaurant. Kaffee. So. Oh, das Wetter hat sich super gehalten. Es ist so angenehm. Eigentlich sollte es laut Wettervorhersage heute regnen. Aber es tut es nicht. Wie fast immer hier, wenn wir da sind. Danke, Wettergott. Jo, hier ist auch so ein bisschen was übers Ufer geraten, ne? Jetzt sind wir wieder in der Zivilisation. Camping Aggen. Sehr niedlich. Der Pinguin. Und hier, Leute, gibt es einen Geschenkebaum. Da schaut's. Geradeaus. Hier sind auch Geschenke am Baum. Hier ist ein schöner Kinderspielplatz bei den Bauernstuben. Die Bushaltestelle, falls man per Bus kommen möchte. Ist alles zu. Gut, dann gehen wir rein. Also ich nehme Kaffee mit. Ich hätte gerne Kaffee mit Babys. Ja. 2,5 Stunden. Ja, hätte ich kein Problem mit, ne? So, leider kann ich hier nicht so filmen, weil es so voll ist. Ja, nimm den gerne. Das ist ein Sanddornkopf. Das ist ein Sanddornkopf, genau. Und das ist ein Bailey's Shot, ne? Aber mit Kaffee. Lecker. Mit Kaffee, okay. Das ist ein Riesentee, muss ich so ziehen. Mit Klumpchen. Aber schade, dass sie so eine fertige Kaffeesahne dazu liegen. Eine Fischsuppe, hier für den Mike. Ja? Eine sehr ordentliche Portion. Käsekuchen, Pommes. Danke! Sind wir jetzt mit dem Bus zurückgefahren. Na, am Ostland. Mhm. Genau. Villa Patrizia gibt's hier. Da ist er. Heute von Kassen. So, gehen wir mal zurück. Und der neue Leuchtturm. Wir laufen doch nochmal durch die Fußgängerzone. Oh ja, die haben tolle Knobelspiele hier übrigens in der Knobelkiste. Können wir euch voll empfehlen. Tolle Sachen. Wir haben schön. Der Knurrhahn hat geschlossen, aber Achtung für die Fans, keine Panik, wir renovieren nur und sind bald wieder für euch da. Genehmigt.
Runde in der Stadt beendet. Gehen wir jetzt noch mal zurück. So langsam wird es hier doch ein bisschen kühl, obwohl es eigentlich gar nicht so windig ist. Schön aus mit den Weihnachtskugeln hier an der Unterkunft. Coole Idee. Aber Wetter ist und bleibt schön.